Hallo und herzlich willkommen zu Murphy Zeros Wunderküche. Ich bin die Zero. Heute zeige ich euch eine andere Version, wie man mit Glycerin und Glucosesirup ein Fondant herstellt. Was ist ein Fondant und für was wird es verwendet? Fondant ist eine Zuckermasse, die zur Herstellung verschiedener Süßwaren verwendet wird. Ich verwende Fondant für die Eindeckung der Torten, für Dekorationen, Motive und Figuren. In meinen anderen Videos werde ich euch zeigen, wie man Torten mit Fondant eindeckt und dekoriert. Ich war heute schon sehr fleißig. Bevor ich mit dem Videodrehen angefangen habe, habe ich schon ungefähr 2,5 Kilo Fondant hergestellt. Das sieht dann so aus. Und werde heute euch zeigen, wie ich diese Fondants hergestellt habe. Ich mache meine Fondants immer selber, habe noch nie einen aus dem Supermarkt gekauft und bin mit dem Rezept total zufrieden. Die Zutaten sind 1000 Gramm Puderzucker, 170 Gramm Glucosesirup oder 120 Milliliter, also 170 Gramm entsprechen 120 Milliliter. Ich nehme die Glucosesirup von Party Versand, die Verpackung sieht so aus. Ihr könnt auch den hellen Sirup oder den Karamellsirup von Grafschafter nehmen, das sieht dann so aus. Wenn ihr diesen Karamellsirup nehmt, dann wird euer Fondant cremig weiß. Dann ein Teelöffel Glycerin, 60 ml Wasser, Palmin zum Einfetten der Hände und 10 Gramm Gelatine. Ich nehme immer diese Herr Halal Gelatine und die lässt sich ganz gut verarbeiten. Bitte nehmt keine Agartine, da Agartine bei Fondant ihre Wirkung nicht zeigt. Das Fondant kann sich mit der Agartine nicht verbinden. Ich nehme die Halal-Gelatine, die lässt sich sehr gut verbreiten. Diese Gelatine kann man aus dem Internet bestellen. Ihr könnt auch die gemahlenen Gelatine von Dr. Oetker oder von Ruf nehmen. Dann starten wir los. Ich fange zuerst mit der Gelatine an. Diese möchte ich zuerst vorbereiten. Die Gelatine kommt in diese 60 ml Wasser hinein. Diesen müssen wir mit einem Löffel sehr gut verrühren. Und 10 Minuten ausruhen lassen, bis die Masse fest wird. Ich stelle sie kurz auf die Seite. In der Zwischenzeit, bis die Gelatine sich befestigt, werde ich 750 Gramm Puderzucker in meine Rührschüssel sieben. Wie ihr sehen könnt, ist die Gelatine nach 10 Minuten sehr zäh geworden. Jetzt müssen wir die Gelatine wieder auflösen und das machen wir mit Hilfe eines heißes Wasser und lassen die Gelatine im Wasserbad auflösen. Die Gelatine darf nicht aufkochen, ansonsten verliert sie die Bindefähigkeit. Deswegen nur im Wasserbad auflösen, also durch heißes Wasser oder in die Mikrowelle hineinstellen, dann aber bei geringstem Wattanzahl immer 5 bis 10 Sekunden und dann immer wieder mal rühren und dann wieder in die Mikrowelle hineinstellen. Also im Wasserbad finde ich es einfacher. Wer will, kann auch die Mikrowelle nehmen. Die Gelatine hat sich jetzt im Wasserbad aufgelöst. Wie merkt man, wie eine Gelatine sich auflöst? Auf der Oberfläche bilden sich weiße Schäume und unten die Gelatine hat eine gelbe Farbe. Der Löffel beim Rühren, der ist dann durchsichtig und es sind keine Klümpchen mehr da. Somit ist unsere Gelatine auch fertig. Die 750 Gramm Puderzucker habe ich in meine Rührschüssel eingesiebt und mitten ausgehöhlt.
Hier kommt mein Glukosesirup, die Gelatine und mein Glycerin mit rein. Und dann werde ich es mit der Küchenmaschine auf der niedrigsten Stufe mit einem Knetaufsatz rühren. Zuerst werden wir die Glukosesirup mit der Gelatine vermischen. Die Gelatinemischung werde ich jetzt in die Rührschüssel mit hineingeben. Mit Hilfe meiner Küchenmaschine werde ich jetzt alle Zutaten miteinander gut kneten, damit sich die Masse verbindet. Die Gelatinemasse ist ziemlich fest geworden. Jetzt werden wir diese Masse auf unsere Arbeitsfläche nehmen und weiterhin verarbeiten. Meine Arbeitsfläche bestäube ich jetzt mit dem restlichen Puderzucker. Ich habe hier 250 Gramm auf der Seite gehabt. Also die Hälfte reicht mal im Voraus, weil wir müssen jetzt diese komplette Packung in die Masse hineinkneten. Ich nehme zuerst nur die Hälfte. Die untere Fläche habe ich schon mit Puderzucker und jetzt werde ich mit dem restlichen Puderzucker die Oberfläche des Fondantmasse bestäuben, damit es einfacher ist, wenn ich die Masse einknete. Die Hände immer wieder mit Palmin einfetten und dann die Masse schön einkneten. Wir müssen die Masse so lange einkneten, bis der komplette Puderzucker in die Masse hinein verarbeitet worden ist. Und die Hände immer wieder einfetten. Ich habe die komplette Puderzucker in die Masse hineingeknetet. Jetzt werde ich denselben Vorgang, wie in meinem ersten Video gemacht habe, hier auch machen und mein Fondant zuerst mit Palmin einstreichen. Die Masse ist sehr geschmeidig geworden und ist nicht mehr porös. Das Fondant könnt ihr erst nach 24 Stunden weiter verarbeiten. Jetzt muss es 24 Stunden in den Kühlschrank rein und sich ausruhen. Das Fondant
kann man 6 Monate im Kühlschrank aufbewahren und nach jeder Verwendung solltet ihr das Fondant wieder gut mit einer Frischhaltefolie oder mit einer Tüte verpacken, weil im Zimmertemperatur lässt sich das Fondant schnell austrocknen. Und bei der ersten Verarbeitung sollte das Fondant auf Zimmertemperatur gebracht werden und die Arbeitsfläche sollte dann mit Palmin eingefettet werden und auch die Hände. Zuerst muss das Fondant schön eingeknetet werden. Und wenn ihr das Fondant ausrollt, müsst ihr dann die Arbeitsfläche mit Maisstärke oder mit Speisestärke bestäuben. Somit lässt sich das Fondant besser ausrollen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und freue mich auf jede einzelnen Abonnenten. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!